Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Weiter geht's mit dieser wirklich bisher sehr coolen Nebenmission. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Nein? Schade aber auch. Das sieht ganz cool aus. Oh nee, schon wieder tausende von Wegen. Das ist ja riesengroß. Aber geradeaus? Ah, geradeaus ist der Weg, okay. Gut, auf jeden Fall freut mich, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Danke für eure Unterstützung bis hierhin. Gerne weiter liken, kommentieren. Und natürlich auch unterstützen und mir gerne mal sagen, ob wir noch ein paar mehr Nebenmissionen machen sollen. Weil wenn die so cool sind wie die hier, auf jeden Fall, oder? Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Revelio. Was ist das da drüben, ey? Was so blau leuchtet? Okay, eine andere Perspektive. Ach, guck mal, hier, der Weg hat sich geändert. Okay. Okay, der Weg hat sich geändert. Ey, super coole Mission, wirklich. Ich mag sowas. Ich mag solche Spielereien immer mit der Umgebung und so weiter, wenn sie sich da ein bisschen... Wenn die Leute sich so ein bisschen austoben, weißt du, im Level-Design. Ich meine, es ist jetzt hier nur auf den Kopf stellen und so weiter. Hat man vielleicht schon tausendmal gesehen, aber ich finde es trotzdem, ich finde es immer trotzdem immer wieder nice. Wingardium Leviosa. Okay. Das ist halt die Frage. Wo muss ich die Laterne hin tun? Warte mal. Der Rückweg ist ja verschlossen jetzt. Jetzt ist sie auf. War hier nicht gerade noch zu? Komm mit. Komm mit. Wingardium Leviosa. Aha. Das macht so viel Spaß. Ja. Du hast vollkommen recht. Das macht wirklich Spaß. Hey, was ist hier los? Komm. Freunde, übrigens, was auch Spaß macht, ist natürlich beim Gewinnspiel, bei einem kostenlosen Gewinnspiel mitzumachen. Deswegen checkt auf jeden Fall gerne mal die Videobeschreibung ab. Und was auch noch natürlich Spaß macht, sind Quizfragen. Ja, Freunde, macht gerne mit und ein bisschen Beteiligung hier. Was ist denn hier los? So, Freunde. Es geht um Kräuterkunde. Und zwar, wo wird Kräuterkunde in Hogwarts unterrichtet? Ja. Easy, oder? Also wirklich, das muss hier schon richtig leichte Fragen raussuchen, damit wirklich jeder mitmachen kann, oder? Und mit Macht vor allem. Oder wie ist es? Wir nehmen... Welcher Schüler mit Talent in Kräuterkunde wird ohnmächtig, als es zum ersten Mal eine Alraune hört? Freunde, welcher Schüler? Dieses kleine Skelett sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Hier ist verschlossen. Hilfe. Ach, hier ist auch ein Weg, okay. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Was ist denn hier los, Mann? Ist ja auch nicht nur... Nur nicht Bücher und kein Spaß machen einen zum Faden. Accio. Also nicht nur, dass sie echt cool ist, die Mission. Die ist auch übelst umfangreich, oder?
Erstmal alles direkt vernichten. Erstmal alles vernichten. Ah, okay, man musste sogar. Revelio. Lumos. Revelio. Oh, déjà vu. Augen auf. Lumos. Jetzt tut er so, als hätte er uns erwischt. Wir mussten das machen. Du kleiner Lump. Ich hab das schon gesehen, dass der Boden rot ist, aber wir müssen das ja machen. Au! Diesmal nicht. Lumos. Defolter! Lumos. Defolter! Lumos. Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können ihre Schritte zurückverfolgen. Ja, das brauchst du mir nicht sagen, das ist ganz typisch. Das, wenn es nicht mehr nach vorne weitergeht, dann einfach umdrehen. Oh! Was zum... Alter! Ja, das ist nicht schlecht, das ist echt gut gemacht. Ich liebe sowas, ey. Ich kann mich nicht bewegen. Lumos. Komm, trink. Lumos. Die letzte Tür. Lumos. Kämpf auf meiner Seite, auf der richtigen. Was erlaubst du dir eigentlich? Lumos. Junge, wie schnell sind die unterwegs? Komm, trink! Expelliarmus! Gepinnt! Protego! Leviosa! So. Das hätten wir auch. Contingo!
Confringo! Defendo! Exceliamo! Zwei von 32 Duellleistungen habe ich erst. Was? Na, fehlen da die Worte? Ach hier, Wingardium Leviosa. Nein, eigentlich nicht. Sag mal, wie lange geht denn die Mission? Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ultra langsam bei dem, aber... Okay, jetzt kommt der Boss, oder was? Achso, ja, wieder so ein kleiner Bossfight. Kein Problem. Komm doch! Hä? Cool! Wir sehen uns später. Was machen eigentlich die Leute, die sich hier bei dem Horror-Ding einkacken, ne? Die müssen ja eine Stunde hier die Mission machen oder so. Junge, was hauen die hier raus mit der Mission, mit dieser unscheinbaren? Mega cool. Richtig cool, Mann. Aha, endlich. Sie ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Okay. Los, fangen Sie mich. Ach Gott, bin ich noch nicht auf Platz. Alter, ist das geil! Ey, was geht? Das ist ja mega geil. Crucio! Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Wir machen es einfach. Aber wir es können. Okay, das ist wie ein Troll. Das ist wie ein Troll, nur aus Kisten. Mann! Ah, was hast du drauf? Was machst du jetzt, ey? Ja.
Contingo! Komm, komm, komm! Yes! Versucht sie doch mal, die Dinge aus meiner Sicht zu ziehen. Ey! Ist das geil, ey! Ist das geil! Ja, was machst du jetzt, wa? Lässt sich jetzt einfach nur abschlachten. Können wir das einsammeln, bitte? Jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Nichts geht über eine schöne Herausforderung. Ah, eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Sagen Sie mal, was genau besagt diese Vereinbarung eigentlich? Puh, aufgepasst! Wenn Sie dafür sorgen, dass ich einen Tag im Monat richtig Spaß habe, dürfen Sie den Rest der Zeit nahezu ungestört hier arbeiten. Warum sollten Sie so einen Vertrag abschließen? Ich könnte zwar endlos über diesen Ort reden, aber noch besser sind die Gesichter der Kunden, wenn ich ihnen mit einem Schokofrosch eins überziehe. Man lernt das Publikum erst richtig zu schätzen, wenn man keines mehr hat. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal. Sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müsstest du dein Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wärst du damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich erschöpft. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich muss zugeben, Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Revelio. Ja, Cassandra. Die müssen wir jetzt auch erstmal zur Rede stellen, ne? Sehr, sehr geil. Ich würde schon ich sage es. Die Mission war besser als die eine oder andere Hauptmission. Teilweise mit Abstand. Na, Penny? Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn Sie zurückkehren, würden Sie den Laden besitzen. Danke, Penny. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Behörden sprechen. Penny hält das für eine geniale Idee. Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Okay. Ja, gut, dann mit Officer Singer jetzt reden. Junge, 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 wer hätte gedacht, dass so eine Mission dahinter wartet? Vor allem auch so lang. Umfangreich. Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen.
Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ich bin durchaus in der Lage, einen Laden zu führen. Aber haben Sie den Teil mit dem Kerker gar nicht gehört? Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Ist sie ein bisschen dumm? Krasser Officer hier auf jeden Fall. Macht ihren Job ja richtig gut, ey. Ich hatte mich schon gewundert, dass die ehemaligen Ladenbesitzer in San Mungo landen. Okay, alles klar. Ich forsche nicht weiter nach. Also wirklich. Also manchmal wirklich. Oh, hallo Ruth. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Ja, okay. Ich hätte mit einem Geschäfte machen sollen. Ja, scheiße, dass der Schüler Imperio kann, wa? Ey, wieso kann sie sich wehren? Was soll das? Ja, jetzt bist du komplett auseinandergenommen, du alte Schrumpeloma. Stirb! Was war das denn jetzt? Wo war der Blitz? Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Ey, warum hat die immer noch so viel Energy? Prego! Rucio, und dein Gesicht! Was geht denn hier ab, ey? Was ist hier los gerade? Ja, ich bin hinterlistig. Ist sie doof, oder was? Crucio! Hoffentlich schläft die Polizistin, während wir hier unverzeihliche Flüche auf die ballern. Die schläft bestimmt, die ist kurz ohnmächtig geworden, damit die das hier nicht sehen. Da kann es, ne? Ah, Sie enttäuschen mich, Cassandra. In Katerung! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin, ich hätte es wissen müssen! Silenzio. Ach, und keine Sorge. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer.
Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Okay, die Mission ist immer noch nicht vorbei. Rebellion. Ja, die war ohnmächtig. Die hat nicht gesehen, wie ein Schüler Kruzia und alles hast du nicht gesehen einsetzt. Nein, hat die nicht. So. Achso. Hat er mich nur gefragt, warum die so klein ist, ja. Das ist ja ein Kind. Stufe 3, ja. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Penny ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Ich wähle Trachten und Tonika. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Ist ja cool, das ist ja cool. geil. Oh, vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für Sie verkaufen soll? Ja. Oh, Penny wird das für Sie zu einem guten Preis verkaufen. Ah, tatsächlich, ich kriege hier ein bisschen mehr, oder? Ich kriege hier 10% mehr. Das ist ja mega geil, ey. Ey, wie geil, ey, was eine geile Penny Mission. Wünscht Ihnen eine sichere mein eigener Laden ist. Nice. Auf geht's. Rebellion. Tja, Leute. Was soll ich dazu sagen jetzt? Das ist einfach cool. Richtig nice. Einfach nice. Einfach super nice. So, Freunde, was ich auf jeden Fall nochmal gemacht habe. Ja. Warte schon. Was ich nochmal gemacht habe, ist bei diesem, bei dem letzten Rennen, was wir hatten, mit dem letzten Besenrennen. Die meinte, an der Südküste würde es dir nicht so gut ergehen oder irgendwie sowas. Ist es denn hier? Guck mal hier. Und dann habe ich geguckt, dass wir in diesem Gebiet noch gar nicht waren, hier hinten. Komplett alles noch nicht erkundet. Meint ihr, also Südküste, ist es denn hier gemeint, oder so? Möchtest du selber finden, das Rennen? Damit es hier mal langsam vorangeht mit dem Besen-Upgrade und so weiter? Weil gelabert haben wir ja auch schon mit dem. Mehrfach habe ich das schon gemacht. Ich weiß nicht, was da. Oder ist es verbuggt oder sowas? Ich weiß nicht. Ja, was geht? Warum muss ich das selber in den Süden ballern? Aber ich schätze mal. Storymäßig werde ich da sowieso noch hinkommen, oder nicht? Lass mir hier ein. Ist nicht der Sumpf, warte mal.
südliche Glagmeer-Küste. Da muss es wirklich hier unten irgendwo sein, das letzte Rennen. Vielleicht müssen wir das auch selber wirklich finden, ne? Das kann ja sein. Das kann ja wirklich sein. Das kann ja wirklich sein. Okay, hier ist nichts. Die Landeplattform aktiviert. Au! Naja. Ist auch egal, Freunde. Welch angenehme Überraschung. Ja, ich meine, die Folge war ja auch lang genug. Wir machen hier Schluss. Ja, doch, wir machen hier Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Und natürlich auch die Mission, ist ja klar. Wahrscheinlich beides mega krass. Mega krass wahrscheinlich beides. Was haben wir hier denn noch? Guck mal hier, den haben wir, hab ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Sieht auch nicht schlecht aus, wa? Ja. Den könnten wir eigentlich nehmen. Ja, komm, nehmen wir den einfach. Gut, ey, was soll ich sagen? Wirklich sehr coole Mission. Hat richtig Laune gemacht. Ich bin mal gespannt, ja, also das wird ja bestimmt den einen oder anderen abholen, für den das schon zu viel ist, so horrormäßig. Gut, kurz nochmal die Fragen. Wo wird Kräuterkunde in Hogwarts gelehrt? Natürlich in den Gewächshäusern. Und wer war der talentierte Kräuterkundenschüler, der aber ohnmächtig wurde? Natürlich Neville. Tja, Neville. Naja. Was soll man sagen? Direkt ohnmächtig werden, aber trotzdem später ganz gut abliefern auf jeden Fall. Hat er ja gemacht, muss man sagen. So. Gut, ey, warum ist denn hier eigentlich Flugzone? Ist wahrscheinlich so. Ey, warum ist denn hier Flugzone verboten? Wie kommt man denn da rein jetzt? Muss man einmal rumfliegen, oder wie? Naja, egal, Freunde, jetzt geht schon wieder los. So, wir müssen jetzt hier beenden. Freunde, danke fürs Zusehen. Warum kann ich hier nicht absteigen? Hä? Könnt ihr mir das erklären? Keiner weiß es, wa? Keiner weiß es so genau. Keiner kann es erklären, warum das so ist. Ich könnte mir nämlich auch ganz gut vorstellen, um das jetzt wirklich kurz nochmal abzuhandeln, dass wir hier storymäßig wahrscheinlich sowieso noch hinkommen und die sich deswegen noch nicht gemeldet haben. Weil wir dieses Gebiet noch nicht so richtig freigeschaltet haben, so mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte ein Kniesel. Ah, ne, warte mal, Kniesel haben wir ja schon. Oh, warte mal, hier an der Ecke war ich schon. Hier war ich schon mal, ey. Ich glaube, hier habe ich sogar meinen Kniesel geholt. Guck mal hier. Das sieht so aus, als wenn man. Als wenn man hier durch muss. Durch den Berg oder was? Müssen wir hier durch den Berg? Ja, guck mal. Der Weg zeigt da durch. Wahrscheinlich müssen wir da storymäßig erst durch oder was? Oder wir gehen da selber einfach durch. Na egal. Gut, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gelabert. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid am Start gerne und ja, haut rein.